Dann darf ich Sie und euch begrüßen zur Pressekonferenz nach der Drittligapartie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SC Preußen Münster. Bei mir auf dem Podest die beiden Cheftrainer Marco Antwerpen und Sascha Hildmann. Herr Hildmann, auch in Mannheim gebührt dem Gast das erste Wort. Dankeschön für das erste Wort. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut reingekommen in dieses Spiel in der ersten Halbzeit. Wir hatten ein paar ganz gute Aktionen nach vorne, hatten eine gute Ordnung und ein gutes Positionsspiel drin. Haben leider in den ein oder anderen Situationen den Ball dann doch etwas zu hektisch hergeschenkt, zu leichtfertig den Ball auch mal wieder verloren, kriegen dann durch einen individuellen Fehler das 1:0. Was ich im Moment bei der Mannschaft wirklich herausheben muss, ist diese Reaktion darauf. Wir schaffen es echt immer wieder zurückzukommen, auch mit solchen Rückschlägen. Wir hatten gegen Bielefeld schon das 1:0 bekommen, sind da wieder zurückgekommen und das macht dann auch einfach Spaß, wie wir dann gefightet haben. Wir wussten vorher, dass das ein reines Kampfspiel wird, dass vielleicht das Fußballerische etwas auf der Strecke bleibt, weil du hier vielleicht auch wegen dem Platz nicht unbedingt so filigran spielen kannst. Trotzdem haben wir es versucht und sind dann in die zweite Hälfte hinein und hatten da auch gerade am Anfang, fand ich, ganz gute Aktionen, wobei die zwingenden Torchancen gefehlt haben. Waldhof wurde dann stärker, hat uns dann eingeschnürt und hatte dann zwei Großchancen, muss man klar sagen, wo dann Benny Böckler auf der Linie noch kratzt, das Ding. Ja, trotzdem sind wir standhaft geblieben und sind immer wieder durch Umschaltmomente sehr gefährlich vors Tor gekommen. Und wenn du natürlich dann so kurz vor Schluss das 2:1 machst, dann willst du es dann halt auch über die Linie drücken oder über die Ziellinie drücken. Ist uns leider nicht gelungen, weil Segert heute ein Tor geschossen hat. Ich weiß nicht, wie oft er so ein Tor schießt, also heute hat er es einfach geschafft. Ein Wahnsinnshammer. Kriegst dann das 2:2 und dann kommt auch noch mal das Publikum. Da merkt man schon, dass hier eine ordentliche Wucht dahinter steckt. Und dann kannst du vielleicht mit so einem Lucky Punch sogar noch verlieren. Aber trotzdem auch da, wir hatten auch unsere sehr guten Umschaltmomente, waren immer gefährlich geblieben. Und im Endeffekt geht so ein Spiel jetzt 2:2 aus. Und ich glaube, es ist auch irgendwo völlig okay für beide Teams. Ja, und deshalb fahren wir jetzt mit dem Bus nach Hause und werden regenerieren und werden am Samstag gegen Sandhausen wieder Fußball spielen. Vielen Dank, Herr Hildmann. Marco, dein Statement zum Spiel? Ja, logischerweise sind wir, glaube ich, nicht zufrieden mit dem Spiel heute, dass wir dann letztendlich noch einen Punkt verdient oder geholt haben, der verdient ist. Das ist okay, aber ich glaube, Sascha hat schon das Richtige gesagt. Also man hat, glaube ich, am Anfang gesehen, das Selbstbewusstsein von Preußen Münster, die Eingespieltheit. Haben versucht, uns relativ früh unter Druck zu setzen. Und bei uns hat man schon gemerkt, dass wir da noch nicht so gefestigt sind, dann auch unter Druck die richtigen Lösungen zu finden. Gehen dann ja, relativ unerwartet eigentlich einzeln in Führung. Und das sollte eigentlich einer Mannschaft Auftrieb geben. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dann auch dementsprechend sehr, sehr gut zu verteidigen und so ein 1-0 auch mal nach Hause bringen. Aber wie gesagt, so wie wir die Tore bekommen, ist es einfach zu leicht. Und da müssen wir schon wirklich sehr, sehr dran arbeiten, dass wir solche Sachen vermeiden. Wir sind jetzt bei 40 Gegentoren und wir wissen genau, dass wenn du die Klasse erhalten willst, musst du definitiv darauf achten, dass du weniger Gegentore bekommst. Und das wird das erste Ziel sein. Ich glaube, wir hatten immer wieder Phasen, wo wir auch mal ordentlich Fußball gespielt haben, wo wir dann auch mit diesen Drucksituationen, die uns Preußen Münster gesetzt hat, immer gut klargekommen sind und da auch mal den Ball ganz gut laufen gelassen haben. Hatten dann, glaube ich, auch die Chance zum 2:1. Es ist immer interessant, wie das Spiel dann weitergegangen wäre, ganz klar. Ne? Aber letztendlich haben wir, glaube ich, auf das 2:1 von Preußen Münster dann noch gut drauf reagiert. Und klar, ob es jetzt dann durch so einen Schuss von Cello Segert funktioniert oder wir hätten vielleicht noch eine Standardsituation reingedrückt, das ist mir relativ egal. Wir haben diesen Punkt geholt. Ich glaube, der ist verdient und den müssen wir jetzt erstmal mitnehmen. Müssen den auch mal sehen, dass er für die Moral gut ist. Haben jetzt zwei Spiele gehabt, wo wir gepunktet haben. Und jetzt müssen wir als nächstes in Ulm ein sehr, sehr schweres Spiel bestreiten. Aber wir haben gesehen, was wir verbessern müssen. Da haben wir ganz, ganz viele Ansätze. Und ja, damit werden wir dann in Ulm und mit der Trainingswoche werden wir anfangen und damit starten. Sascha, alles Gute für die weitere Saison. Danke. Bisher läuft es top. Und wir versuchen euch da nochmal so ein bisschen ranzukommen. Also das versuchen wir mal als Ziel. Aber wie gesagt, gute Heimfahrt und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Gleich schwarz. Danke, Marco. Kommen wir zu euren Fragen. Auf Handzeichen würden wir das Mikrofon reichen. Wenn jemand möchte. Thorsten Hof für den Mannheimer Morgen. Ja,
Ja, vielleicht die Frage, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben jetzt eine ganze Woche Training. Ist es jetzt einfach die Möglichkeit, auch Ihre Ideen näher reinzubringen? Es waren jetzt 3 Tage, Sie haben viel umgestellt, Dreierkette, 2 neue Spieler rein. Also es war auch für die Mannschaft sehr viel Neues heute dabei. Und damit das jetzt so ein bisschen beruhigt, ist die nächste Woche so der Ansatz dann. Sieht nach einer ganzen Woche aus, ist aber letztendlich so, dass man nochmal jetzt einen Tag frei macht, weil wir relativ viel auch trainiert haben. Dementsprechend sind es genau 3 Trainingstage, Inhalte reinzusetzen. Es sind immer wieder defensive Abläufe, die halt wichtig sind. Und das hat man heute gesehen, du darfst einfach keine 2 Gegentore bekommen. Das ist einfach Fakt. Weitere Fragen? Nochmal Thorsten Hof. Ja, vielleicht nochmal. Sie haben, wie gesagt, viel umgestellt, aber das haben Sie der Mannschaft zugetraut, dass er damit umgehen kann. Und da war jetzt keine Bedenken, ne? Naja, wenn ich so aufstelle, bin ich davon überzeugt, dass es funktioniert, ja. Und ja, wie gesagt, wir hatten ganz gute Ansätze und einige Sachen, die mir nicht gut gefallen haben. Ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, selbst dann, wenn du in der Tabelle woanders stehst, ist es, glaube ich, normal, dass man versucht, seine Mannschaft zu verbessern. Aber wir waren in vielen Teilen des Spiels einfach zu hektisch. Das muss ich einfach sagen. Ja. Wir müssen mehr Ruhe am Ball haben, unter Druck einfach bessere Lösungen finden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel bei uns im Spiel. Christian Gehrert für die Rheinpfalz. Herr Werpen, wie sehen Sie die Debütspiele von Lukas Klünter und von Martin Kubilanski? Ja, jetzt immer eine Bewertung von einzelnen Spielern vorzunehmen. Also ich glaube auch, das trifft auf die zu, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir, glaube ich, in vielen Teilen zu unruhig waren. Also man merkt Kobi schon die Ruhe am Ball an. Vielleicht beim Lukas so ein bisschen, dass er längere Zeit nicht gespielt hat. Aber wie gesagt, wir treten ja als Mannschaft auf und das muss die Mannschaft in der ganzen Summe lösen. Es wird ein einzelner Spieler, da wird es nicht mit funktionieren. Und wie gesagt, das trifft diese Spieler genauso wie den Rest von der Truppe. Nochmal Christian Gehrert für die Rheinpfalz. Möchte ich doch trotzdem nochmal nach dem Spieler fragen. Den Marcel Segert haben Sie auf die Bank gesetzt, obwohl der vor allem in Halle ein gutes Spiel gemacht hat. Was hat den Ausschlag für Tim Sechtelmann gegeben? Wir wollten zum einen mit mehr Speed eigentlich hinten spielen. Und beim Tim Sechtelmann ist es so, dass er dann auch den linken Part von der Innenverteidigung spielen kann, weil er Linksfuß ist. Und beim Lukas Klünter wollten wir halt auf die schnellen Spitzen von Preußen Münster reagieren. Das war eigentlich alles. Sonst gibt es da sonst keine Begründung. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen aus Münster eine gute Heimreise und eine gute restliche Saison. Dankeschön. Vielen Dank.